Der Pokal ist im Haus, der Pokal wollen wir sehen und der Pokal. Und in wenigen Augenblicken kommt es zur Pokalübergabe für den FC St. Gallen. Ja, eigentlich müsste man ja total zufrieden sein. Eine glückliche Aarauer Mannschaft, eine St. Gallen Mannschaft, die auch nicht unglücklich ist und sehr erreicht hat, Pokalübergabe und das Publikum, das die Niederlage verschmerzen kann. Also eigentlich jetzt heute nur Sieger. Der Ligapräsident, Heinrich Schifferle. Jeff Salbene. Hat das Ziel erreicht, ist Meister geworden von der Challenge League mit seinem Team. Und trotzdem wäre es im Kopf in bestimmte Gedanken kreisen. Er kann nicht zufrieden sein mit dem Spiel von heute. Und die Kritik an ihm wird natürlich wieder ein bisschen aufgekommen, der sagt, ja, yeah, ein anderer Trainer hat das auch und so weiter. Aber er hat es. Christian Nuschi wird gefeiert. Dann der Martin Stocklasa. Der Innenverteidiger. Simon Rodunner. Marco Mattis wird es nicht bereut haben, dass er gewechselt hat. Der Döll früher der Präsident. Und endlich hat er es geschafft. Fili Montano. Und Bamodou. So etwas wie ein Publikumsliebling. Claudius Schäfer von der Swiss Football League, Heinrich Schieferle und Happy de Dölfrüher, der Präsident. Er hat nach Straubenzeiten wieder Kontinuität reingebracht in den Verein de Dölfrüher und das wirkt sich jetzt positiv aus. Ja, auf jeden Fall. A hat er durch Finanzen reingebracht. B hat er in der Kontinuität reingebracht, das Ansehen wieder ein bisschen steigern, der FC St. Gallen ist wieder wahrgenommen, nicht nur in der Region, sondern in der Stadt, aber auch in der ganzen Schweiz wieder. Und ich glaube, der Dölfrüher hat da sehr, sehr einen grossen Anteil. Da haben wir den Daniel Loppa, heute hat er nicht gespielt, aber er ist Nummer 1. Wie hast du seine Saison gesehen? Er hat eine gute Saison gespielt, er ist manchmal zu schlecht weggekommen in der Kritik, grosse Fehler in der Kenne gemacht. Es war eine undankbare Aufgabe gewesen, weil er sehr oft nicht beschäftigt war. Seine Aufgabe hat er erfüllt. Die neue Saison wird er müssen unter Beweis stellen, dass er gegen Herzog Mapro Nummer 1 kann behaupten. Ein erster Kuss für den Pokalschuh von Bamodou. Er kann es nicht erwarten. Und der Oscar Scarione. Der FC St. Gallen konnte profitieren in dieser Rückrunde auch, dass man eine sehr gute, vor allem punktemäßig sehr gute Vorrunde gespielt hat. Ja, das ist von mir aus gesehen der entscheidende Match, der letzte Match von der Vorrunde in Bellinzona, wo St. Gallen ein bisschen glücklich vielleicht eins noch gewinnen konnte und den Vorsprung auf 9 Punkte ausbauen, statt allenfalls nur auf 3 müssen überwintern. Und ich glaube, dort war die ganze Konkurrenz ein bisschen geschockt gewesen und St. Gallen hat davon profitiert und hat eigentlich gar nie mehr die anderen in den Windschatten gekommen. Marco Hämmerli. Und Germano Velati. Hinter ihm dann der Philipp Muswil. Und in Zivil kommt auch noch der Franck Etundi. Auf ihn darf man sich freuen in der Super League. Er wird ganz sicher in der Super League sein Mann können stellen. Ich hoffe, dass sie von der Taktik her ein bisschen anders spielen, dass der Etundi nicht immer alleine ist vorne. Weil ich glaube, wenn er einen zweiten Sturmpartner hat, dann wird er noch viel gefährlicher sein.
Und auch der Dölf Rühe freut sich riesig. Ist vor Freude sogar auf dem Tisch gestanden. Bei der ersten Aufstiegsvier, unmittelbar nach dem Spiel in Locarno. Nach dem entscheidenden 2:0. Und Bruno Valente, mein Nachwuchs. Chef sei bene. Nicht nur Applaus. Ja, aber total fehlend Platz. Also die jetzt pfiffen, haben nicht begriffen, um was gegangen ist die Saison. Daniel Darone, Assistenztrainer, und der Chef sei bene. Der Aufstiegstrainer. Es war mental ein Kraftakt, der Druck riesengroß. Man hätte unbedingt müssen aufsteigen. Und auch der Alberto Regazzoni. Den haben wir hier noch im Bild gesehen. Der Pokal hat das Team schon gewonnen unter dem Uli Forte. Der Pokal von der Challenge League. Und jetzt der Daniel Imhoff. Der Captain. Er ist auch sehr Eishockey interessiert. Und der Franz Malara vorne ist nicht mehr zu heben. Ja, der Franz Malara hofft natürlich, dass er eventuell nächste Saison mal eingesetzt wird, im Sturm oder so. Aber auf den Einsatz hätte er diese Saison leider müssen verzichten. Daniel Imhoff. Er wird den Pokal entgegennehmen als Captain. Meister von der Challenge League 2012, der FC St. Gallen. FC St. Gallen direkt aufsteigen. Und das gibt eine fürchterliche Nacht. Stimmungsvolle Bilder, ein krönender Abschluss. Ja, absolut. Und ich glaube, wer jetzt noch nicht gemerkt hat, um was es gegangen ist, hat es spätestens jetzt gemerkt. Eine sehr emotionale 4-19 mit einem verdienten Sieger. Und gleichzeitig können wir uns freuen auf den ersten Mittwoch, wo man zweiten Platz gefeitert wird, wo Aarau noch mal im Rennen ist. Ich glaube, Fußballerherz, was willst du mehr? Philipp Motto hier würde den Pokal am liebsten mit ins Bett nehmen. Kann er von mir aus. Endlich aufgestiegen. Franz Malara mit einem kräftigen Schluck. Ja, und vielleicht gibt es über Philipp Monta hier mal ein Buch, das heisst, wie ich vom Loser zum Winner wurde. Höchst und tief sind Fußball manchmal sehr nah beieinander. Chef sei bene. Die Bilder muss man sprechen lassen. Wir gehen aber zu der Claudia Lesser, sie hat den Chef Saibene, den Aufstiegstrainer. Ja, bei mir ist der Chef Saibene nach einem grossen Schluck aus dem Bierglas. Wie geht es dir im Moment? Ja, ja, gut. Ich bin froh, jetzt ist es fertig. Also fertig sind wir aufgestiegen, das war das Wichtigste. Schade, haben wir den Match noch verloren. Ich denke, es war ein interessanter Match. Und es ist immer ja, ein fader Beigeschmack, wenn man so in der 92. noch das Goal überkommt. Aber gut, es ist halt Fußball. Es ist Fußball und was auch Fußball ist, ist das, was wir jetzt gerade erleben. Queen im Hintergrund, Fans, die jubeln, Fans, die sich freuen, dass der FC St. Gallen nächstes Jahr wieder hier bei der Super League ist. Was macht das mit dir als Trainer? Fällt denn der ganze Druck ab heute? Die Saison, die ja nicht ganz einfach war für dich auch als Trainer. Gut, der Druck ist schon letzte Woche nach dem Locarno-Match eigentlich abgeht und jetzt bin ich eigentlich sehr ruhig. Ich habe die ganze Woche genossen jetzt, habe mich auf den Match gefreut, aufs Fest heute Abend. Aber ja, ich bin sehr ruhig und genieße es und freue mich schon auf die neue Saison.
Wie geht es denn heute Abend weiter? Ich habe gehört, es wird kräftig gefeiert, hat der Heinz Feischl in der Pause verraten. Ja, dahinter ist alles aufgebaut mit der Fernsehbühne und da wird es einige tausende Fans geben. Und ja, ich glaube, das wird eine lange Nacht und das haben wir uns verdient. Was nimmst du mit aus dieser verrückten Saison 2011-2012 für dich als Trainer, wo du mitnimmst in die Super League? Oh, ich nehme mal mit, dass es nicht so einfach war. Wir sind vom ersten Spieltag an bis jetzt oder bis zum letzten an erster Stelle gewesen. Ich denke, das ist nicht selbstverständlich. Und ja, ich habe auch, wir haben eine schwere Woche hinter uns. Jetzt, die letzten 3-4 Wochen war eine gewisse Nervosität da gewesen und das tut mich dann schon beschäftigen. Aber jetzt unter dem Strich bin ich froh, sind wir aufgestiegen. Und das ist das Wichtigste und jetzt können wir das geniessen. Was wünschst du dir für die neue Saison in der Super League? Dass wir vor allem einen guten Start haben, dass wir eine gute Saison spielen. Aber ich denke, der Start wird sehr wichtig sein. Und ja, jetzt werden wir eine gute Vorbereitung machen, 5 Wochen lang, dass wir topfit sind, wenn es losgeht. Chef, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir, dass du ein tolles Fest hast, dass du nachher ein bisschen runterkommst, die Saison kannst verarbeiten und dann eben mit einem super Start dann in die neue Saison 2012-2013 kannst starten. Alles Gute. Nochmal herzliche Gratulation. Wir lassen dann springen zu den Spielern und natürlich zu den Fans. Und der Franz kommt da auch schon wieder mit Bier. Und ja, was soll man sagen? Man soll einfach anstoßen auf den FC St. Gallen, wo wir haben es mehrfach gehört, auch von Patrick Schäffler und Heinz Bigler, eine sensationelle Saison gespielt hat. Und wir sind natürlich nächsten Mittwoch wieder am Start. Es geht ja immerhin um den Barrageplatz. Wir sind in Aarau und wollen schauen, ob sie es nochmal einmal reisen können. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und hoffe, Sie sind nächsten Mittwoch auch dabei. Gute Zeit, Adi miteinander.